Kilometer, mein heutiges Ziel. Yes! Und es geht hier runter Richtung Straße jetzt. Oh yeah. Auch wenn es jetzt an der Straße unter der Autobahn hergeht, also ich muss jetzt entlang der Straße laufen, unter der Autobahn durch, bin ich heute dennoch milde gestimmt, was das angeht. Denn ich hatte einen wunderschönen 14 Kilometer langen Weg durch Eukalyptuswald mit Stechginste. Das war so herrlich. Keine Straße, kein Asphalt, einfach Waldweg mit Blattwerk auf dem Boden, mit Gras auf dem Boden. Jetzt habe ich hier so einen kleinen, ja, ich weiß nicht, Schotterweg, Steinweg, der sieht auch sehr, sehr ansprechend aus. Ich zeige euch das gerade mal. Da rauscht wieder ein Radfahrer an mir vorbei. Hier ist der Weg, da oben die Autobahn. Und hier an der Straße, hier unten, da muss ich jetzt, hier muss ich jetzt entlang laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber ganz ernsthaft, ist mir gerade mal egal heute, weil der vorherige Weg also echt wunderschön war. Und es sind jetzt auch nur noch 6 Kilometer circa bis zu meinem Endziel. Und ja, da geht es dann auch noch mal irgendwann von der Straße weg ein Stück. Und dann geht es nochmal über Feld, nehme ich an, oder durch Wald, ich weiß es nicht genau. Ja, dann werde ich irgendwann mein Ziel erreichen. Ich habe für heute Abend schon ein Bett, da wo ich die letzten Nächte übernachtet habe. Die kennen sich hier untereinander, was die offenen Häuser angeht. Und da gehen die Buschtrommeln. Da angerufen und hat angefragt, ob da Platz frei ist und ob ich da übernachten kann. Ja, und dann haben wir das klar gemacht und das ist echt super. Also die Nachbarschaftshilfe hier untereinander, die wird hier sehr groß geschrieben, denn die wohnen alle sehr weit auseinander und es sind manchmal nur 3 Häuser für so einen Ort. Ne? Also ja, das sind auch eher wie so Bezirke. Also so genau verstanden habe ich das bis jetzt noch nicht, aber irgendwann werde ich mal jemanden ganz konkret fragen, was das bedeutet mit diesen Barrios und wie die alle heißen, diese Abschnitte, weil wenn das dann auf der Landkarte größer ziehst, also im Handy, und dann kriegst du plötzlich ganz viele Ortschaften da rein. Weil das kann hier echt sehr gefährlich sein. Also ich bin hier bestimmt schon 2-3 Mal fast über den Haufen gefahren worden, weil die hier hacke wie die Henke. Und was die hier auch nicht machen, ist an dem Zebrastreifen stehen bleiben. Die fahren da einfach weiter. Also ja, es ist echt schwer als Fußgänger oder Pilger, je nachdem. Ja, und so sieht jetzt mein Weg nach vorne aus. Den werde ich jetzt noch ein Stückchen laufen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen hier unterwegs. Ich muss sagen, so langsam kriege ich hier den Del Norte Blues. Was bedeutet, dass ich so eine Art Heimweh habe. Ja, ich vermisse so. Also ich meine, es ist wunderschön hier, aber ich vermisse meine Familie, ich vermisse die Heimat und alles, was damit so zusammenhängt. Und ja, ich genieße hier zwar auch die Tage, und dennoch habe ich heute jetzt so einen Tag, wo es mich besonders beugelt, was das Heimweh angeht. Und ich auch zwischendurch das ein oder andere Tränchen vergieße, auch wenn ich jetzt in die Kamera lache. Ja, und
Ja, ich finde das im Moment, das ist so eine Gratwanderung für mich zwischen hin und her gerissen zu sein. Ich versuche halt einfach das zu verlaufen oder wegzulaufen, wie man das auch nennen mag. Ja, und hoffe, dass das über den Tag hier heute noch besser wird. Was mir so die letzten Tage halt eben auch aufgefallen ist, dass ich unwahrscheinlich müde war und Kopfschmerzen hatte und auch nicht so energiegeladen gewesen bin und mir das alles sehr schwer gefallen ist, bis mich dann mal so eine Mitpilgerin gefragt hat, ob ich mir denn irgendwie, ob ich schon mal Elektrolyte oder sowas zugeführt hätte, und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie mir da so eine Tablette gegeben, so eine Brausetablette, die habe ich aufgelöst. Und dann habe ich das getrunken und dann fragte sie mich, ob das salzig schmeckt. Sagte ich, nö, kein bisschen. Eher das Gegenteil, schmeckt süßlich. Und dann ja, sagte sie halt, es wäre Unterversorgung, weil man schwitzt ja den ganzen Tag und das nicht so knapp. Also ich sage euch, ich stehe hier manchmal den ganzen Tag in meinem eigenen Saft. Und darüber schwitzt mir halt die ganzen Salze raus, die notwendig sind, die der Körper benötigt. Und ja, jetzt habe ich mir natürlich hier mal sowas besorgt. In der Apotheke hier. Aber echt Apotheke, schweinteuer. Und das nehme ich jetzt immer morgens, mache ich mir das ins Wasser hier rein und trinke das dann. Und dann, seitdem geht es mir auch ein bisschen besser. Genau, und das mache ich jetzt regelmäßig. Wenn die leer sind, dann werde ich mir neue besorgen. Das ist es mir jetzt wert, weil es geht mir dadurch besser. Ich habe weniger Kopfschmerzen, eigentlich gar keinen mehr, und es geht mir auch so etwas besser. Ich meine, meine Füße leiden natürlich immer noch ohne Ende, gerade die Fußsohlen, die Blasen sind jetzt weg, aber die Fußsohlen unten, der Fußballen vorne, das bei jedem Schritt tut es weh. Jetzt habe ich hier was entdeckt, und zwar tada, ein Gewächshaus mit lauter leckeren Tomaten. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich würde mir ja am liebsten eine holen. Aber ich traue mich nicht. Nee, jetzt ganz ernsthaft. Ich traue mich da wirklich nicht, einfach eine wegzunehmen. Weil ich weiß nicht, wie das hier ist, wenn du bei sowas erwischt wirst. Was da passiert. Deswegen lasse ich das lieber. Da bin ich ein echter Hosenpuper. Jo, was sowas angeht. Was ihr hier seht, ist übrigens Stechginster.
bin jetzt angekommen an meiner Herberge. Das waren jetzt 23 Kilometer durch die spanische Mittagssonne. Ich sag euch, ich bin gegrillt von beiden Seiten. Das waren 800 Höhenmeter. Ich brauche jetzt erstmal eine kalte Dusche, was Kaltes zu trinken. Und hier ist meine Alberge. Da gehe ich jetzt runter und Leute, ich bin raus für heute. Ich hatte zwar gesagt, ich bin raus für heute, aber schaut euch doch das hier mal an. Ist das nicht herzallerliebst? Und das hier ist die Alberge. Hola! Hello! Hello. How are you doing? Fine. It was hot. Oh yeah, you are my pilgrim. So kann es auch gehen. Die Frau da vorne musste mal ins Gebüsch, was ja menschlich ist. Der Mann hat ihren Rucksack genommen, ist einfach weitergelaufen. Jetzt hechtet sie ihm seit 5 Minuten oder länger hinterher, um ihn wieder einzuholen, weil er einfach nicht stehen bleibt und weiterläuft. Ist natürlich auch eine Art und Weise, den Camino zu gehen, vor allem zu zweit. Interessant. Jetzt seid ihr mit drauf. See?